Ja, grüß euch, der Kuno ist. Wir haben heute den 8. Mai. Hallo, grüß euch, ich hoffe, man sieht mich. Ja, ich bin da gerade unterwegs in den Berchtesdorfer Weingärten. Ich war jetzt gerade am Gießhügel oben, eine kleine Geschichte vielleicht. Ich bin da. Gießhübe aufgegangen, ich war da noch nie, ich bin da so am Waldweg gegangen, boom, ziemlich gatschig. Und wie ist das? Da habe ich nicht mehr weiter gewusst. Es war so ein paar Steine an und ist ein bisschen bergab gegangen, haben wir gedacht, boom, aufpassen. Nicht? Ich habe natürlich Turnschuhe an, also nicht richtige Ausrüstung und wie es halt so ist, Jing, ausgerutscht, die Anziehungskraft, hat mir wieder mal gezeigt, wer stärker ist. Und ich habe mich schon gewurzelt im Gatsch. Na gut. Und jetzt haben wir gedacht, okay, den Weg beenden wir. Ich habe den da jetzt nicht gefunden in die Weingärten. Bin ich halt wieder auf die Hauptstraße gegangen, beziehungsweise bin ich bei so einer Siedlung rausgekommen. Ein Haus schöner als das andere. Eine Top-Villa nach der anderen. Ja, und wie ich halt da so durchgehe und schaue, ob ich da irgendwo einen Weg in die Weingärten finde. Sicher da, also die Leute, die zu Hause waren, ältere Generation, haben mich natürlich gleich alle im Auge gehabt. Nicht? Was macht der da? Angenudelt, gatschig, geht da, schaut sich die Häuser an. Ja, und einer ist mir besonders aufgefallen. So ein Mann, um die 60, Trainingsanzug, steht da auf seiner Terrasse und hat mich natürlich im Auge. Ui, und schaut grimmig. Da habe ich mir Zeit gelassen. Hab ein paar stehen geblieben, habe ein bisschen da oben geschaut, schöner Ausblick. Dann bin ich um die Kurven gegangen, weil es eine sehr grundstiegel geht da. Da habe ich schon gehört, oh, da geht schon die elektrische Jalousie in die Höhe. Hat da dort auch eine Terrasse, ist auf der anderen Seite vom Haus und ist schon dort gestanden, breitbeinig. Oh. Ja, auf jeden Fall bleibe ich dort stehen, schaue da runter, auf einmal höre ich schon, hey, hey, drehe mich um, schaue mal an, sage, grüß Gott, schöner Tag heute. Was machst du da? Wohin willst du? Sag ich, nein, nichts Besonderes, ich schaue nur. Schöne Häuser, habt ihr da einen Hund eigentlich? Wieso willst du das wissen? Geh weiter. Ich rufe gleich die Polizei an, ich will dich da nicht mehr sehen. Ja, schöne Grüße, die kennen mich eh. Ich bin dann da vorne, ich schaue noch ein bisschen. Wiedersehen. Dann bin ich gegangen. Dann habe ich mich einmal umgedreht, ist er gestanden hin beim Gartenzaun, Kaffee heraus, Handy in der Hand und hat geschaut. Hat geschaut, der Eierkopf. Ja. Das war ja noch nicht ganz eins, dass ich da oben spazieren gehe. Ja, so ist es. Die Leute haben Angst. Wurscht, wo man ist, alle sind besorgt, dass einer was weggenommen wird von den bösen anderen Menschen. Na gut, ist ein sonniger Tag heute. Herrlich, wunderschön. Und jetzt habe ich noch einen schönen Heimmarsch. In diesem Sinne. Schauen wir noch mal ins Bild kommen. Schönen Tag noch. Grüß euch. Euer Kuno.